Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu Tag 3 des Roadtrips. Lasst jetzt schon mal gleich ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent seid, damit ihr auch die weiteren Roadtrip-Videos und die zukünftigen Vlogs auf meinem Kanal nicht verpasst. Und jetzt geht's auf nach Berlin und danach geht's weiter nach Hamburg, Leute, ja? Also dann sehen wir uns gleich in Berlin, gell? Bis gleich. So Leute, wir waren jetzt gerade beim Rewe und haben uns hier Semmel und Schnitzel gekauft. Jetzt machen wir uns quasi eine DIY-Schnitzelsemmel, habe ich gehört. Ja, Leute, übrigens gab es eine kleine Planänderung. Wir fahren jetzt doch nicht nach Hamburg, sondern nach Kiel, weil Kiel liegt ja über Hamburg. Das heißt, wir haben uns gedacht, wir fahren erst nach Kiel, sodass wir dann quasi dann auf dem Rückweg quasi dann auch nach Hamburg fahren können. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal Berlin an und dann fahren wir nach Kiel. So ist der Plan. Ich esse mal meine nice Schnitzelsemmel und dann melde ich mich nochmal, wenn wir in Berlin sind, gell? Bis dann, ciao, ciao. Jo Leute, guck mal, was hier hinter mir ist. Aber bei der Reichstag. Geil, oder? Richtig nice, oder? Max hat noch nie gesehen, ich war schon mal da. Ja. Mal hier der nice Reichstag, hinten ist diese riesen Wiese, die man immer sieht. Hier kann man sich ewig weit hinsetzen und hier diesen nicen Reichstag betrachten. Also so sieht er dann aus. So sieht die Wiese aus. Leute, gönnt euch nochmal dieses nice Kanzleramt hier hinten. Kenne ich von meinem Monopoly-Brett. Da ist es nämlich drauf. Ich habe so ein Monopoly-Brett von Berlin. Und da ist das Bundeskanzleramt auch drauf. Und da es gibt immer relativ wenig Miete leider, weil man da mit diesen Würfeln so würfeln muss und dann die Miete sich daraus berechnet. Also, aber sieht nice aus, muss ich sagen. Sieht echt geil aus. Ja, wir haben jetzt übrigens diesen nicen E-Scooter hier. Und diese von Lime und da gaseln wir jetzt immer rum. Ist eigentlich ganz chillig. Geht eigentlich relativ gut, dann spart man sich halt viel Zeit, wenn wir eh nicht so viel Zeit haben in den Städten. Ne? Wir haben jetzt nämlich hier, wenn ihr da schaut, das hier ist der Hauptbahnhof von Berlin. Auch ziemlich fett, muss man sagen. Richtig geil, sieht auch ganz cool aus eigentlich von außen. Wir sind jetzt hier so hochgefahren, das ist hier so eine Wiese. Und hier hinten sieht man sogar noch den Fernsehturm. Ganz da hinten, Leute, ist der Fernsehturm zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auf der Kamera seht, aber ganz da hinten ist der Fernsehturm. Es gibt schon viel zu sehen in Berlin. Also wenn ihr noch nie in Berlin wart, Leute, ich kann es euch nur empfehlen, mal herzukommen. Weil es gibt schon viel zu sehen. Schließlich ist es die Hauptstadt, ne? Also schon echt nice. So Leute, wir sind jetzt am Brandenburger Tor angelangt, wie ihr hinten sehen könnt. Das Brandenburger Tor, meine Freunde. Jetzt haben wir den E-Scooter hierher gefahren, ganz entspannt. Also ziemlich geil, das Wetter ist auch unnormal geil heute einfach, gell? Das Wetter ist wirklich unnormal geil heute. Hier seht ihr es nochmal. Wir sind jetzt hier am Berliner Mauerdenkmal. So Leute, wir sind jetzt schon auf dem Weg nach Kiel. Markus fährt, ich bin jetzt auch schon 2 Stunden gefahren. Das heißt, wir sind jetzt gerade abgewechselt. Er fährt noch die restlichen 2 Stunden. Wir müssen uns noch um einen Zeltplatz kümmern. Falls es nicht wird, dann wissen wir wieder nachts im Auto. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg, also Richtung Lübeck. Weil wir jetzt keinen Campingplatz gefunden haben, deswegen, weil wir schon auch von der Uhrzeit relativ spät dran sind. Deswegen werden wir wieder irgendwo auf dem Parkplatz schlafen, im Auto. Ja, nicht ganz so nice, aber ja, passt schon. Aber wir fahren jetzt Richtung Lübeck, weil wir quasi so ein kleines Stück jetzt am Meer entlang fahren wollen, an der Landstraße, weil es ist ja, ich meine, das gibt es in Bayern nicht, das Meer, deswegen, ja, wollen wir ein bisschen am Meer entlang fahren. Jetzt haben wir eh keinen Zeitdruck mehr, weil wir keinen Campingplatz eh nicht haben. Das heißt, wir fahren jetzt einen kleinen Umweg am Meer entlang, um es einfach mal ein bisschen zu genießen, hier im Meer zu sein. Es ist zwar schon Nacht, aber ich denke mal, man kann es trotzdem noch genießen. Ne? Danke sehr. Wiedersehen. Alter, Leute, wir mussten einfach gerade fucking Maut zahlen, Alter. Hä? Hä? Null Ahnung, Alter. In Deutschland? Seit wann muss man in Deutschland irgendwie für Straßen bezahlen? Digga, für einen Scheiß-Tunnel einfach 2 Euro gerade bezahlt.
richtiger Abzocker, Alter. Much, Alter. Bei uns sind alle Tunnel gerollt. Ich zeige euch den jetzt mal, Alter. Der muss jetzt absolute Spitzenklasse sein, der Tunnel. Also für das Ding 2 Euro, denke ich, weiß ja auch nicht, Alter. Das ist eine Abfahrt mehr, oder? Man gab keine einzige Abfahrt, das heißt, du musstest einfach da durch. Schmerzt schon jetzt ein bisschen. Stefan, du hast kein Geld dabei, was machst du dann, Alter? Kannst du wieder umdrehen, oder? Ich meine, wo fährst du dann da lang? Ich meine, musst du dich halt wahrscheinlich 2 Stunden an die Mautkasse setzen, Digga, um es abzuarbeiten, Alter. Jo, servus, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob man uns irgendwie sehen kann. Wir sind gerade einfach an der fucking Ostsee. Wir haben uns doch mal entschieden, hier irgendwie auf dem Weg nach Kiel, genau, auf dem Weg nach Kiel, noch vorher mal ans Meer zu fahren. Einfach mal, wir waren ja auch mal in der Ostsee. Man kann es hören, man kann es riechen, ja. Man kann es aber halt nicht sehen. Ne? Also die Wellen hier, so, also bis am Ende, an der Brandung sieht man hier schon die Wellen. Ist auf jeden Fall richtig geil. Riecht auf jeden Fall. Ja, Fisch und Salz, Alter. Man kennt's halt, ne? So, Leute. Wir haben uns jetzt irgendeinen Parkplatz nach irgendwie 2 Stunden Suche haben wir irgendeinen Parkplatz gefunden. Für LKWs, da ist aber zum Glück keiner. Jetzt haben wir wieder unser Bett im Golf aufgebaut. Und ja, es ist, glaube ich, schon 1 Uhr. Oder kurz nach 1 sind wir echt schon saumüde. Und morgen wollen wir dann relativ früh raus, damit wir dann nach Kiel können, anschauen ein bisschen, dann auch nach Hamburg und dann gleich weiter nach Wilhelmshaven. Ich würde sagen, das war's auch mit dem heutigen Vlog. Mit dem 3. Roadtrip-Vlog in Folge. Morgen kommt dann der 4. Also freut euch schon mal drauf. Lasst jetzt nochmal ein Abo da, falls ihr nochmal die weiteren Videos nicht verpassen wollt. Und nochmal ein Like, falls euch das Video gefallen hat. Und ich würde natürlich auch nochmal gerne eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Also lasst auch noch gerne mal einen Kommentar da, falls euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch irgendwas anmerken wollt. Damit sage ich, haut rein, ciao, ciao und servus.